So, es geht ja heute um das Thema Finger weg. Das habt ihr ja schon alle mehrfach gehört. Finger weg oder Finger ab, irgendwie so ähnlich war es. Ich war heute witzigerweise in Bremen. Kennt ihr wahrscheinlich, so eine Stadt Richtung Norden. Da gibt es ein großes Gebäude, das nennt sich Universum. So ein Wissenschaftsentdecker-Schuppen. So, da ging es heute um das Thema, eine Ausstellung zum Thema Entscheidungen. Wie trifft man Entscheidungen? Bin ich überhaupt in der Lage, Entscheidungen zu treffen? So in dieser Richtung. Und dann, das muss ich euch erzählen, ein cooler Stand mit ganz vielen Marshmallows. Weil wer von euch mag Marshmallows? Ja, war mir klar. So, auf jeden Fall Marshmallows, ganz, ganz viele, waren aber dummerweise hinter Plastik verpackt. So, also man kam nicht ran. Und davor ein kleiner Monitor und da haben sie ein Video gezeigt. Könnt ihr mal bei YouTube eingeben, The Marshmallow Test oder Experiment, eins von beiden. Auf jeden Fall sieht man da, wie eine Frau in so einen Raum reingeht mit so einem kleinen Jungen. In der Mitte ein großer Tisch. Da setzt sie den Jungen hin, ein leerer Teller, und sie gibt ihm einen Marshmallow. Und der Junge fängt an, sich zu freuen, zu grinsen, ach großartig. Und dann sagt sie, okay, pass auf, du kannst ihn jetzt essen, oder du wartest kurz, ich muss mal kurz weg, du kannst kurz warten. Wenn ich wieder da bin und du hast nicht den Marshmallow gegessen, kriegst du einen zweiten. Ja, ihr grinst und ihr wisst genau, was in diesem Moment passiert. So, die Frau geht raus und der Junge sitzt da. Und du siehst es schon so förmlich sauer, ja. Und das haben sie natürlich mit mehreren Kindern gemacht und dann haben sie es so schön zusammengeschnitten, so nacheinander die Reaktion. Und der eine nimmt den Marshmallow in die Hand. Alle noch so klein gewesen. Und der schnell geguckt. Nee, hat keiner geguckt. Noch ein bisschen dran lecken und sagt, super. Und der andere dreht ihn irgendwie ein paar Mal um und der so. Und die Versuchung ist so wahnsinnig greifbar in diesem Moment. Das eine Mädel, das sie da hingesetzt hat, guckt, die Frau ist weg. Mit einem Haps ist der Mund. Versuchung ist eine Sache, die vielleicht in der Bibel steht und uns erstmal weit weg zu sein scheint, aber eigentlich ist es eine Sache, die uns tagtäglich irgendwie begegnet. Als ich noch jung war, ja, ich habe es hier in so einem Skript stehen und deswegen nur das viele Mal lacht. Ich wusste, dass jemand lacht. Ich sehe euch doch schmunzeln, auch schon vorher im Gedanken, mein Lieber. Das wird sich rächen. Auf jeden Fall gab es damals so richtig schöne Werbung im TV, ja? Ja, viele Mann, es gab damals schon Fernseher. Eine davon handelt von dieser Figur hier. Ja, nee? Kommt gleich. So eine lila Kuh auf jeden Fall. Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, ne? Die Frage, ja, die kennt ihr doch. Wer sie nicht kennt, muss mich mal in Falling besuchen kommen. Da ist eine lila Kuh ständig irgendwie am Rumlaufen. Auf jeden Fall. Die Frage, die sich in diesem Spot immer wieder gestellt wurde, ist, warum im alles in der Welt schafft es nur diese eine Kuh, wie schafft sie es, so großartige Milch zu geben, dass die Milka-Schokolade so mega gut schmeckt? Fazit dieser kleinen Fragerunde? Wir haben keine Ahnung. Wir haben nur Vermutungen. Aber eigentlich ist es auch vollkommen egal, denn es geht doch nur um das Ergebnis. Milka ist die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ich habe da mal was mitgebracht. Wer kann der Versuchung jetzt mal nicht standhalten? Ja, aber Herr Gitarre, das ist. Und das war auch gerade wieder vollkommen klar. Nee, komm, du warst der Erste. Die zarteste Versuchung. Jetzt bin ich gespannt. Deine Aufgabe ist es jetzt, den gesamten Gottesdienst nichts davon zu essen. Aber glaub gar nicht, dass du eine zweite kriegst. Aber ihr kennt das ja auch alle, ne? Also, ich habe mal was im Kleinen mitgebracht. So. Es war ja Weihnachten gerade, ne? Und ihr kennt das ja? Weihnachten, ey, was ist denn damit los? Du sollst sie nicht wegnehmen. Also, Weihnachten. Ihr kennt das ja, ne? Man geht nach Hause und was passiert? Man fängt an zu essen. Und wenn man gerade so richtig satt gegessen, sich so satt gegessen hat, dann passiert Folgendes, man isst noch mehr. Und so geht das irgendwie, das geht ganz einfach. Also stell euch vor, ihr seid an einem Zeitpunkt nach Weihnachten, wo ihr aber noch so eine Dinge da stehen habt. Und dann bist du einen Abend so da und denkst so, oh, der Weihnachtsmann, heute wäre der Tag wird, so ein Kopf kürzer. Also ein kleines Stückchen kann ich doch davon essen. So.
Bei mir ist es so, ich weiß, ihr kennt das vielleicht alle gar nicht, schon klar. So, auf jeden Fall, ich nehme diesen Weihnachtsmann, denke mir, einmal kurz ein bisschen abbrechen und essen so und alles so. Und dann stelle ich ihn natürlich ganz weit weg. 2 Minuten später ist das Ding weg. Wer mag noch? Ja, ich habe ja noch mehr. Wer will noch? Wer hat sie hier noch ganz schnell? 1, 2. Ha, das ist total praktisch, dass ihr hier vorne euch so schnell gemeldet habt. Oh, nee, Gero, ganz hinten. Ich versuche mal ganz nach hinten, ihr müsst mal, also ihr sollt ganz nach hinten gehen. Ah, er kam richtig, gefangen wurde. Ja, du musst auch Licht anmachen, Johannes. Was ist denn da los? Na gut, weil man ja nicht da bist. So, danke. So, jetzt müssen wir mal schneller machen. Ich hab den ja hier. Komm mal lieber her hier, ich hab Angst, wenn ich werfe. Na komm, ihr beide. Sorry, Jungs, tut mir leid. Ladies first an dieser Stelle. So, seht ihr, schon bin ich meine Versuchungen auch los. Hat doch ganz gut geklappt, oder? Die Schoko-Weihnachtsmänner. Was ist Versuchung eigentlich so ganz genau? So, normalerweise, wenn ich jetzt so eine Predigt über so ein Thema halte, mache ich was? Ich schaue Wikipedia natürlich nach, ne? Habe ich euch diesmal erspart. Und ich möchte mit euch eigentlich recht einfach nur mal schauen, was denn das Wort Versuchung so eigentlich, achso, das ging ja schnell, wie das so aufgebaut ist. So, spätestens in meinem Studium, Roland ist hier, sehr gut, Dankeschön, habe ich gelernt, dass Sprache so eine ganze Menge aussagen kann. Ich habe das am Anfang nicht verstanden, mittlerweile gebe ich euch dieses Beispiel jetzt. Irgendwelche Wortfetzen aus Worten bilden sich irgendwie um und schon hat man irgendwie auch was Neues. Aber so eine Wurzel, wie jetzt hier zum Beispiel, so eine Wurzel bleibt dann doch irgendwie immer drin und sie zeigt an, wo das Wort vielleicht so herkommt und was das an Bedeutung so mit sich bringt. Die Wurzel von Versuchung ist die Suche. Und ich glaube, dass das etwas ist, das wir auch alle kennen. Was suchst du? Was suche ich? Und wenn ich mir jetzt hier das Mikro schnappen würde, einmal durch die Reihen gehen würde, dann würde ich vielleicht so Antworten bekommen wie, naja, ich suche gerade ziemlich dringend meinen Fahrradschlüssel. Ich habe letztens mein Portemonnaie ganz lang gesucht, ganz schreckliche Geschichte. Die andere Person sagt vielleicht, ah, ich suche einen Freund oder eine Freundin. Irgendjemand wird wahrscheinlich auch sagen, ja, ich suche nichts, ich habe nichts verloren. Ja, das sind die schlauen Antworten, das erspare ich uns jetzt einfach mal an dieser Stelle. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann würden wir auch ein paar Dinge kommen, die wir eigentlich in uns und in unserem Leben ganz dringend suchen. Die wir irgendwie so brauchen, wo so eine, und jetzt kommt wieder dieses Wortspiel, Sehnsucht, Suche, ne? Sehnsucht vorkommt. Ja, da atmen wir schwer. Ich kann euch gleich schon mal verraten, das sind Dinge, die man nicht nur als Kind, als Jugendlicher oder vielleicht auch als Twen sucht. Alle Leute, die schon älter als 29 sind, die werden mir recht geben. Die Sachen sucht man eigentlich sein Leben lang. Ein paar Stichworte. Man sucht vielleicht ein Zuhause. Man sucht Sicherheit. Man sucht Freiheit, Geborgenheit, Liebe. Man sucht Anerkennung. Und viele Leute suchen auch nach dem Sinn. Und ich glaube, könnt ihr mir gut vorstellen, du hast jetzt so mindestens einen Punkt wiedererkannt und denkst, so, ja, da bin ich auch so auf der Suche. Und diese Sehnsucht danach, das ist so wie ein Motor, das uns antreibt. Ich möchte Anerkennung haben, denn dann strenge ich mich einfach extrem in der Schule an, schreibe bessere Noten und bekomme diese Anerkennung, mindestens von meinem Lehrer, vielleicht sogar von meiner Familie. Ich möchte Liebe, ja, gar kein Problem. Ich weiß, wo man ja so gewisse Menschen findet, also springe ich von einer Beziehung in die nächste und erhalte dort Liebe. Diese Suche und diese Reisen, die wir im Leben so unternehmen, die beschäftigen uns, sie nehmen uns ein Stück weit ein. Und sie machen uns auch ein Stück weit aus und geben uns Identität. Und diese Suche, und das möchte ich an dieser Stelle ganz klar verstanden wissen, diese Suche ist erstmal nichts Böses und nichts Schlechtes. Aber ich glaube, eine ganz existenzielle Frage an diesem Punkt lautet, suche ich an der richtigen Stelle? Habe ich falsch gesucht? Habe ich mich versucht? Ich glaube, es gibt viele Dinge, die uns gut tun. So eine Familie ist was Gutes und Tolles, gar keine Frage. Eine Beziehung ist eine schöne Sache. Gute Noten will ich jetzt hier auch nicht schlecht reden. Aber ich glaube, ne, Studis, merkt euch das. Aber ich glaube, das Problem kann darin liegen, dass wir diese Dinge so über alles sehen. Hört auf zu lachen. Ich glaube, das Problem liegt darin, dass wir diese Dinge so viel höher hängen als alles andere. Nur noch darauf setzen, auf diese Sachen. Uns in ihnen ein Stück weit verlieren. Vielleicht sogar in uns selbst verlieren. Uns in ihnen vielleicht versuchen. Falsch suchen. Die Bibel.
die spricht ja hier und da mal vom Teufel. Hier gerade so wunderschön in Schwarz dargestellt. Er bekommt dort verschiedene Namen. Und einer davon ist der Versucher. Und ich glaube, dass dieser Versucher uns ziemlich genau kennt, uns sehr, sehr gut kennt. Und ich glaube, dass er nicht so dumm ist und uns einfach nur versucht, uns davon zu überzeugen, dass Gott nicht existiert. So wegen, hey, komm, Gott gibt's nicht. Ich glaube vielmehr, dass er uns Dinge hinhält, die erstmal eigentlich gut sind, aber dann auf einmal in ihrem Stellenwert immer höher wachsen. Sie sind scheinbar Antworten auf unsere Fragen, auf unsere Sehnsüchte. Und er macht dabei etwas ganz Geschicktes, denn während wir uns auf diese Dinge so konzentrieren, uns darauf stürzen und uns und diese Dinge hochhalten, verlieren wir ein anderes Ziel aus den Augen, nämlich Gott. Ja, wir haben etwas gesucht, aber beim Finden haben wir uns ein Stück weit versucht. Letztlich haben wir geglaubt, wir würden das alleine schaffen. Wir brauchen Gott vielleicht eigentlich sogar gar nicht. Und ich möchte das euch mal anhand der Bibel zeigen. Als Adam und Eva, eine alte Geschichte, kennen die meisten von euch. Als Adam und Eva diese Geschichte mit der Frucht erlebten, weiß ja Eva, die mit der Schlange so einen kleinen Dialog hatte. Was knisterst du denn jetzt bei dem Stichwort? Also, ja, sollte Gott gesagt haben, sagt die Schlange, ihr sollt nicht von allen Bäumen im Garten essen? Die Schlange macht eben nicht den Fehler und sagt, Gott gibt's doch eigentlich gar nicht jetzt. Hört doch nicht darauf, was irgendeine Fantasie in dir sagt. Sondern sie sagt, jetzt guck dir doch mal diese Frucht an. Die macht dich so viel größer. Du kannst es alleine. Du brauchst Gott vielleicht gar nicht. Sollte Gott gesagt haben, die Existenz ist überhaupt nicht in Frage gestellt. Es geht eigentlich vielmehr darum, dass Gott so ein bisschen den Stellenwert verliert. Und hier passiert etwas, was heute immer noch passiert. Der Versucher sieht mit so kleinen Fragen, so Zweifel. Zweifel an Gott. Und da ist der Kern der ganzen Sache mit der Versuchung. An dem Punkt, an dem wir anderen Leuten und Dingen mehr vertrauen als Gott, ist die Versuchung schon im vollen Gange. Eva glaubt nach wie vor an Gott, aber die Versuchung hat zugeschlagen und nun vertraut sie Gott nicht mehr alles an. Die Beziehung hat einfach einen krassen Klacks bekommen. Und auf einmal ist die Frucht wahnsinnig interessant. Auf einmal ist das, was daraus wächst, viel mehr ihr Lebensmittelpunkt als noch vorher die Beziehung zu Gott. Als ich jetzt über Silvester auf einer Freizeit war, da kam jemand auf mich zu an einem Abend und hatte so eine Frage auf der Seele und ich sah, das hat ihn echt beschäftigt. Und er stellte mir eine Frage. Vergibt Gott wirklich alle meine Sünden? Und noch eine weitere. Warum sollte er das tun? Wisst ihr, der Versucher hat bei ihm Zweifel gesät. Er hat nicht gelogen, als er ihm gesagt hat, Gott hasst die Sünde. Die mag er nicht. Nein. Und er hat auch nicht gelogen, als er gesagt hat, das, was du getan hast, ist Sünde. Das war richtig. Aber es hat den Blick von Gott, von Gottes Gnade, weggezogen auf das, was mich selber beschäftigt, auf das, was ich falsch gemacht habe. Und das hat es großgezogen. Und die Frage, die den Zweifel in ihm so gesät hat, war scheinbar ganz logisch. Warum sollte dieser große, dieser heilige Gott, dieser allmächtige Gott, dieser unfehlbare Gott, warum sollte der sich mit mir befassen? Er suchte nach einer Antwort. Und die Antwort, die er erstmal scheinbar gefunden hatte, war, nein, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Er hat sich bei einem Versucher, so würde ich es nennen, erstmal versucht, falsch gesucht. Dieser Versucher, der will genau das schaffen, diese Versuchung in uns sehen, dass wir Dinge selbst in die Hand nehmen müssen. Ja, wenn Gott es nicht tut, dann muss ich es selbst tun. Warum sollte Gott? Oder versuche das selbst. Du brauchst Gott auch gar nicht. Und ich glaube, das ist dieser Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte. Dieser Punkt, dass Gott niemals kleiner ist als das, was du falsch gemacht hast. Dass Gottes Gnade immer größer ist, um es positiv auszudrücken. Dass Gottes Gnade immer größer ist als das, was du falsch machen kannst. Und dass die Versuchung, ich schaffe das irgendwie alleine, das habt ihr hier vorhin gesehen, ne? Schön in die Scheiße getreten. Nicht mehr alleine rausgekommen.
sogar noch ausgenutzt an der Stelle. Bis zu dem Punkt, an dem jemand auf ihn zukam, in dem jemand ihm geholfen hatte, jemand, der es konnte. Dieser Jäger heißt Jesus. Und deswegen, lasst uns zu ihm gehen. Lasst uns mit unseren Zweifeln zu ihm gehen. Lasst uns nicht versuchen, unsere Sehnsucht bei einem Versucher zu stellen, sondern bei dem, der schon lange für alle unsere Sünden gebüßt hat. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Jesus selbst kennt das Thema Versuchung auch ziemlich gut. Er hat es selber durchgelebt. Und er weiß, wie es dir damit geht. Und deswegen, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema, Finger weg vor scheinbar sehnsuchtstillenden Dingen. Finger weg von diesem Versucher. Die Antwort ist darauf von der Bibel her ganz, ganz klar. Gott möchte unsere Sehnsüchte stillen. Niemand anders kann das tun. Suchen wir doch bei ihm.